بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Schwestern im Islam, dies soll ein Vortrag sein für Anfänger, die das Gebet lernen wollen. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie kann ich dem Anfänger das Gebet am besten beibringen? Weil das Gebet besteht aus Dingen, die man sagt und aus Dingen, die man mit seinen Körperteilen einfach verrichtet. Wie macht man das jetzt genau? Wie gehe ich vor? Es gibt Meinungsverschiedenheiten und ich habe mir gedacht, was die Dinge angeht, die zu den Eigenschaften des Gebetes gehören, die man mit dem Körper verrichtet, werde ich auf einige Meinungsverschiedenheiten eingehen, weil du bist vielleicht ein neuer Muslim, du fängst an zu beten, es gibt einige Meinungsverschiedenheiten und dann kommst du in irgendeine Moschee und da kommt jemand, der unwissend ist und erzählt dir dann einen von, ja, wieso, das ist falsch, man muss das so machen und so weiter und so fort. Erstmal, diese Meinungsverschiedenheiten, die meisten davon sind Meinungsverschiedenheiten, wo es um das Bessere oder das Schlechte geht, nicht um das Richtige und das Falsche. Das erstmal ganz am Anfang. Zweitens entstehen Meinungsverschiedenheiten, wo Leute beispielsweise gar keine Ahnung haben. Ne? Aber es gibt auch betrachtenswerte Meinungsverschiedenheiten. Ich werde darauf eingehen. Es hört sich am Anfang vielleicht schwerer an, als es ist. Was die Dinge angeht, die verpflichtend sind, von den Taten, die man sagt, was die Dinge angeht, die man sagt, so werde ich mich darauf beschränken, was für dich verpflichtend ist, beziehungsweise notwendig ist zu sagen. Denn wenn ich jetzt mit vielen Texten komme, die Sunna sind, das heißt erwünscht sind, aber nicht Pflicht sind, dann hast du so einen Berg vor dir und du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Deswegen fangen wir an mit den Dingen, die man sagen muss, beziehungsweise die auch einfach zu sagen sind. Okay. Als erstes, wenn man anfängt zu beten, man betet immer vor einer Sutra. Was heißt eine Sutra? Dass man einen Gegenstand vor sich stehen hat. Das ist eine einfache Sache, die sich jeder merken kann. Manche Gelehrten sagen, das sollte ungefähr 35 cm sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier beten will, im freien Raum, der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, hat gesagt, la tusalli illa ila sutratin. Betet nicht, außer zu einer Sutra. Das heißt zum Beispiel eine Wand oder auch der Rücken von einem Menschen oder eine Tasche, je nachdem. Ja? Etwas, was etwas höher ist. Wofür ist das? Damit man eine Begrenzung hat. Das heißt, beispielsweise, ich nehme hier diese Tasche, ja, und wenn ich jetzt hier beten will in diese Richtung, dann stelle ich diese Tasche hier hin. So. Ich habe jetzt habe ich eine Begrenzung. Das heißt, jemand, der hier vorbeikommt, der sieht, dass ich hier stehe und dass ich hier bete. Und das heißt, da lasse ich keinen dran vorbei. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn einer bei dir vorbeigehen will, sinngemäß, dann schubst ihn zurück. Das heißt, wenn jetzt hier jemand gehen will, dann mache ich so. Wenn er nochmal gehen will, mache ich so. Und er sagt dann am Ende, wenn er nicht aufhört, dann soll man ihn sogar bekämpfen. Subhanallah. Ja? Das dazu. Ich fange also so an. Dann muss ich natürlich, wenn ich das Gebet verrichte, gehört zu den Bedingungen die Reinheit. Darüber haben wir schon in anderen Unterrichten gesprochen. Ja, dann gehört die Nia dazu. Das heißt, ich muss wissen, welches Gebet bete ich. Die Nia wird im Herzen gemacht, die braucht man nicht aussprechen, diese spricht man nicht aus, sondern die hat man im Herzen. Denn es gibt keinen authentischen Hadith vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wo er sagt, man solle die Nia aussprechen, oder wo er die Nia ausgesprochen hat, beim Gebet. Das heißt, man weiß jetzt zum Beispiel, ich bete jetzt das Mittagsgebet auf Arabisch, Dhuhr-Gebet. Ja? Das heißt, man hat das im Herzen, welches Gebet man betet. Also seine Bedingung. Das ist eine Bedingung. Dann, was man weitermachen muss, ist, man muss wissen, also das ist die Bedingung, dann muss man natürlich die Reinheit haben, worüber wir schon geredet haben. Dann die dritte Bedingung, die man haben muss, ist, man muss Richtung Qibla beten. Und hier empfehle ich, einen Kompass zu kaufen für jemanden, damit man genau weiß, wo die Qibla ist. Wenn man so einen Kompass hat, ist es ziemlich einfach, den zu bedienen. Da ist eine Liste drin von den Städten. Da schaut man, welche Stadt ist in einem seiner Nähe. Und da steht eine Nummer hinter. Dann legt man den Kompass auf den Boden, sodass der bewegliche Zeiger auf die Zahl zeigt von der Stadt, in deren Nähe man wohnt. Nochmal neu.
Kauf den Kompass, da ist ein Zettel drin, wo die verschiedensten Städte drin stehen. Dann zum Beispiel die Stadt, in der man wohnt, da steht dann die Zahl daneben, 245. Das heißt, man legt den Kompass so auf den Boden, dass der bewegliche Zeiger auf die jeweilige Zahl zeigt. Und im selben Moment ist dann dort ein Zeiger auf dem Kompass, der dorthin zeigt, wo dann die Qibla ist. In Deutschland ist es folgendermaßen, dass man es auch schätzen kann, wenn man jetzt keinen Kompass dabei hat. Man kann erstmal Muslime fragen, die dort sind. Man kann Muslime fragen, die dort wohnen, denn die wissen meistens, wo die Qibla ist. Ansonsten, wenn da keine Muslime sind, fragt man jemanden, der dort wohnt, wo die Sonne untergeht. Oder man schaut selber, wenn man gerade bei Sonnenuntergang da ist, wo die Sonne untergeht. Denn in Deutschland ist die Richtung der Qibla ungefähr südöstlich. Südöstlich. Das heißt, die Sonne geht wo unter? Im Westen. Das heißt, wenn ich mich jetzt mit dem Rücken zur Sonne stelle, dann ist mein Vorderteil genau Richtung Osten. Das heißt, wenn ich mich jetzt etwas nach dort drehe, dann bete ich Richtung Südosten. Hat man ungefähr die Richtung. Weil wenn man sich weiß, es ist jetzt nicht so, dass es auf den Millimeter ankommt. Ja? Wenn man jetzt merkt, man hat falsch gebetet, aber man hat die Richtung, versucht die richtige Richtung zu haben, so ist dies vergeben, denn wir kennen die Geschichte, als die Qibla umgestellt wurde und einige Leute trotz der Umstellung der Qibla und dies nicht wussten, in die falsche Richtung gebetet haben und das Gebet von ihnen wurde akzeptiert. Ja? Genau dasselbe ist, wenn man weiß, wo die Sonne aufgeht, dann braucht man nur, zum Beispiel die Sonne geht dort auf, dann wissen wir, dort ist Osten, dann braucht man sich auch nur etwas nach da zu drehen. In Deutschland gibt es noch ein Phänomen, dass die Satellitenschüsseln in ganz Deutschland die große Mehrzahl dieser Satellitenschüsseln immer genau Richtung Qibla zeigen. Das kann man selber mal beobachten und das ist etwas, was einem gut helfen kann. Aber wie gesagt, ich empfehle, so einen Kompass zu kaufen. So, jetzt sagen wir fangen an zu beten. Ja? Wir fangen an zu beten, wir haben eine Sutra vor uns. Was ist der Hukm, das Urteil dieser Sutra? Manche Gelehrte sagen Wajib, manche Gelehrte sagen Mustahab. Aber außerhalb des Gebets. Das heißt, wenn man keine Sutra nimmt, das Gebet ist trotzdem gültig. Es wird vielleicht jemand fragen, hör mal, was ist denn jetzt, wenn ich im freien Raum bete? Es kommt doch keiner in mein Zimmer rein. Muss ich trotzdem eine Sutra nehmen? Die Antwort ist, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat laut einem authentischen Hadith in einem freien Feld gebetet und hat eine Lanze genommen, in den Boden gesteckt und dagegen gebetet. Das heißt, wir sehen aus der Handlungsweise des Propheten, dass er dies sogar getan hat, wenn keiner da war. Und hat dann dieser Sunna festgehalten. Das heißt, wir machen es auch, wenn keiner in der Moschee ist und wenn wir es auf einem freien Ort machen. Was ist, wenn wir es nicht machen? Ist dann das Gebet ungültig? Nein. Aber so haben wir eine gute Tat gemacht und wir wollen fest an der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam festhalten. Jetzt, wie geht man vor? Wie geht man in das Gebet hinein? Adhan und Iqama, darüber reden wir ein anderes Mal. Man fängt an mit dem Takbiratul Ihram. Das heißt, man hebt die Hände und sagt Allahu Akbar. Hier stellt sich die Frage, in welche Höhe hebt man die Hände? Man hebt die Hände in die Höhe zwischen Ohren und Schulter. Das ist der Bereich, in dem man die Hände hebt. Zwischen Ohren und Schulter. Wie sind die Hände dabei, ist die nächste Frage. Sie sind nicht zusammengepresst, sie sind nicht auseinandergespreizt, sondern sie sind ganz locker. Sie sind auch nicht so, sondern die Hände zeigen nach vorne. Es gibt einige Gelehrte, die gesagt haben, ja, man wirft damit, als Weisheit, man wirft damit die Dunja nach hinten und schlägt die Sünden nach unten, weil man dann die Hände zusammen macht. Das ist eine Weisheit, da gibt es keinen genauen Beweis für, das ist das, was einige Gelehrte gesagt haben. Jedenfalls, man sagt Allahu Akbar. Wann sagt man genau Allahu Akbar? Hier gibt es auch wieder Variationen, die man machen kann. Und da ist keine von falsch. Man kann sagen Allahu Akbar und hebt die Hände dann in diesem Bereich. Oder man kann die Hände heben. Allahu Akbar und sagt dann Allahu Akbar. Oder man sagt es gleichzeitig. Allahu Akbar. Ja? Das sind die drei Variationen. Jetzt ist man in dem Gebet drin. Deswegen nennt sich das Takbiratul Ihram. Oder Takbiratul Tahrim. Jetzt ist alles für einen verboten. Man muss sich auf das Gebet konzentrieren. Ich zeige es nochmal von der Seite. Allahu Akbar.
Übrigens gibt es einige Leute, die denken irgendwie, dass man da bei dem Gebet, dass man so machen müsste und hinten wäre irgendwie ein Knopf, der einen dann zum Gebet bereit macht. Ja, es ist einfach so, es haben einige Gelehrte gesagt, damit die Menschen das in der richtigen Höhe haben, dass ungefähr der Daumen in Ohrläppchenhöhe ist und dann später sind die Menschen da hingegangen und ich sehe dann immer Leute, die machen dann wirklich so, als wenn sie sich hier jetzt so, als wenn sie auf den Knopf drücken würden und jetzt sind sie fertig zum Gebet. Das heißt, aus dem Hadith geht hervor, dass er die Hände gehoben hat. Es steht nicht, er hat irgendwo drauf gedrückt oder hat hinter seinem Ohrläppchen so gemacht oder so, sondern er hat so gemacht. Allahu Akbar. In diesem Bereich. Ja? Die Leute wollen das natürlich richtig machen und die haben dann, damit die Menschen es nicht falsch machen, haben sie gesagt, ja, man soll also, damit man ungefähr in der richtigen Höhe ist, weil ihr seht schon, wenn man die Daumen in der Ohrläppchenhöhe hat, ja, dann ist man in dieser Höhe, die ich eben genannt habe, ja. Nur einige Leute sind da hingegangen, haben dann irgendwie gesagt, ja, okay, ich drücke erstmal hier hin, ja, und mache das auf diese Art und Weise, ja. Jedenfalls, jetzt sagt man Allahu Akbar. Dann verschränkt man die Hände. Und zwar geht aus Hadithen hervor, dass man die so verschränkt, dass die rechte Hand auf der linken liegt. Und zwar auf dem Rücken der Hand, auf dem Handgelenk und auf dem Unterarm. Und das geht nur, wenn man diesen Bereich hier drauf legt. Dies ist die Haltung im Gebet. Es gibt manche Leute, die sagen, wir sind Malikiten und wir halten die Hände hier, weil im Buch Mudawana steht, dass Imam Malik gesagt hat, dass er nicht das Greifen kennt. Ja? Und dann sagen sie ja, okay, dann heißt das, wir machen so. Wir lassen die Hände an der Seite hängen. Aber man muss alle Aussagen von Imam Malik nehmen. Und in seinem Buch Al-Muwatta, in Kitabu Janais, hat er den Hadith, der sagt, wir die Propheten, sinngemäß uns ist befohlen worden, dass wir die rechte Hand auf die linke Hand legen. Wo ist hier der Unterschied? Wie bringt man diese Aussagen zusammen? Das heißt, Imam Malik kennt nicht das Ergreifen, Al-Qabd, aber er kennt das Drauflegen. Deswegen sagt auch Ibn Abdul Barr, dass die richtige Position im Malik Madhab ist, dass man die rechte auf die linke Hand legt. Nicht die linke auf die rechte, denn Ibn Mas'ud hat einmal die linke auf die rechte Hand gelegt und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihn verbessert. Das heißt, die rechte auf die linke in dieser Höhe. Das ist die Position. Jetzt fragt man, wo halte ich dann die Hände? Halte ich sie unter dem Bauchnabel? Halte ich sie in der Mitte? Oder halte ich sie oben auf der Brust? Hier gibt es Meinungsverschiedenheiten und der stärkste Hadith ist der, der von Ibn Khuzaimah überliefert wird, wo die Hände auf der Brust sind. Das ist der stärkste Hadith. Heißt das jetzt, wenn jemand die Hände hier hat, ist das Gebet ungültig? Heißt das, wenn jemand die Hände hier hat, ist das Gebet ungültig? Nein. Aber wir wollen der stärksten Beweisführung folgen. Der stärkste Hadith ist der, der von Ibn Khuzaimah überliefert wird. Das heißt, dass man die Hände auf der Brust hat. Wir nehmen übrigens unseren Verstand, unser Fiqh, nicht nur von den Hadithen, sondern auch von dem Verständnis der Salaf. Denn Imam Ahmed ibn Hanbal sagt, إِيَّاكَ أَن تَقُولَ قَوْلًا لَيْسَ لَكَ فِي سَلَفٍ. Du musst dich davor hüten, etwas zu sagen, wo du niemanden hast von den Salaf, der dir zuvor gekommen ist. Die Salaf sind die ersten Regeneration Sahaba, das heißt die, die mit den Propheten gelebt haben. Und hier haben wir Ishaq ibn Rawahi, der die Hände auch, die rechte auf die linke Hand gelegt hat. Und der große Tafsir-Gelehrte, Sa'id ibn Jubair, der auch die rechte Hand auf die linke Hand auf die Brust gelegt hat. Und Ibn Hajar al-Asqalani sagt, dass Wa'il ibn Hujjah, dass der Hadith, der das sagt, dass der stärkste ist, mach das mal raus, ich habe das jetzt vergessen, ob Ibn Hajar al-Asqalani ist. Das mit Ibn, und Ibn Hajar al-Asqalani sagt. Und Ibn Hajar. Das heißt, diese sind inshallah die stärkste Position. Das heißt nicht, dass wir jetzt, nicht, dass du jetzt in die Moschee gehst und du siehst Leute da so beten und dann fängst du an mit denen zu kämpfen, sagst, ihr seid alle falsch und so weiter und so fort. Wie gesagt, es gibt Meinungsverschiedenheiten und die betrachten wir auch und die respektieren wir auch. Und das ist jetzt nicht das große Problem, als wenn das Gebet von ihm holt. Ist so. Jetzt, sobald ich das gemacht habe, stehe ich. Wie stehe ich? Wie halte ich die Füße jetzt? Halte ich die Füße so? Oder halte ich die Füße so? Oder habe ich die Füße zusammen? Oder mache ich einen Spagat? Wie habe ich die Füße? Ich habe die Füße schulterbreit. Und die Füße zeigen nach vorne in Richtung Gebetsrichtung. Nach vorne in Richtung Gebetsrichtung. Wenn ich den Takbir al-Ihram gemacht habe,
Schlage ich erstmal nach hinten und mache dann so? Nein. So, ich mache so, direkt so, weil es wird nicht überrichtet, dass der Prophet irgendwie so gemacht hat. Weil manche Leute, die machen das so. Ich übertreibe extra ein bisschen, damit ihr das sofort erkennt. Okay, man steht auf diese Art und Weise, weil es wird berichtet vom Propheten, dass wenn sie im Gebet standen, dass sie Fuß an Fuß und Schulter an Schulter standen. Das kann nur sein, wenn man schulterbreit steht. Jetzt, wo schaue ich hin mit den Augen? Schaue ich nach oben? Nein, das hat der Prophet verboten. Schaue ich auf die Uhr? Nein, man will sich aufs Gebet konzentrieren. Schaue ich nach rechts? Nach links? Nein. Sondern man schaut auf den Punkt, wo man Sujud macht. Das heißt, wo man seine Stirn nachher auf den Boden macht. Hier schaut man hin. Macht man die Augen zu oder macht man die Augen auf? Sunna ist es, die Augen aufzulassen. Und jetzt fängt man an. Es gibt normalerweise eine Dua zur Öffnung, aber da die keine Pflicht ist und keine Notwendigkeit und ihr viel auswendig lernen müsst als Anfänger im Gebet, werde ich die heute nicht erwähnen. Das heißt, was man als erstes sagt ist, Allah befiehlt im Koran, dass wenn man den Koran zitiert, Zuflucht nimmt vor dem gesteinigten Satan. Ja? Es gibt auch einige, die sagen, das ist Mustahab und so, aber ich erwähne das trotzdem. Das heißt, man sagt Allahu Akbar, macht normalerweise die Dua, muss man nicht, dann sagt man A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Und wir haben das hier mal für euch, dass ihr das lesen könnt. Und ich sage es mal vor und ihr lest das einfach mal mit. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. So könnt ihr es auf einfache Art üben. Und da ich selber mal in eurer Situation, wo man das Gebet lernen muss, ich gebe euch den Tipp, schreibt euch das alles in deutscher Umschrift auf und lest es einfach 10, 20 Mal, immer wieder, bis ihr es gelernt habt. Ja? Dann sagt man, dann fängt man an mit der Suratul Fatiha. Ne? Und das geht folgendermaßen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Und jetzt nochmal, jetzt könnt ihr das mal hören, lest das mit einer schönen Stimme von einem schönen Mukri. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Jetzt, wenn ihr damit fertig seid, jetzt liest man normal noch eine Sure vom Koran, zum Beispiel Qul Huwallahu Ahad oder je nachdem. Was macht man danach? Danach, und das wird den Mutawati-Hadithen überliefert. Mutawati heißt sehr viele Überlieferungen, sodass es keinen Zweifel gibt, dass das authentisch ist. Und das wird auch in Bukhari und Muslim überliefert und das sind die stärksten Hadithe. Das heißt, es gibt keinen Zweifel, dass das die Wahrheit ist. Das heißt, wenn man jetzt Allahu Akbar gesagt hat, A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim, man sagt die Al-Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jetzt, wenn man damit fertig ist, ja, normalerweise liest man noch eine Sure, müsst ihr nicht, das ist nicht verpflichtend. Jetzt sagt man wieder Allahu Akbar und hebt die Hände. Manche machen das nicht, aber wie gesagt, das sind authentische Überlieferungen. Und dann geht man runter zum Ruku. Wie macht man den Ruku? Geht man so nach unten? Wie hält man den Kopf? Hält man den Kopf nach oben?
Hält man den Kopf nach oben? Nein. Aus einem Hadith geht hervor, dass der Kopf ganz gerade ist. Das heißt, der Kopf bildet mit dem Rücken eine Linie auf diese Art und Weise, sodass man Wasser drauf stellen könnte. Okay? Und wie habe ich die Hände? Ja. Wie habe ich die Hände? Habe ich die Hände so? Habe ich die Hände so? Habe ich die Hände hier unten? Habe ich alles schon gesehen? Nein. Ich habe die Hände mit der Handfläche auf den Knien. Und die Finger habe ich nicht so und nicht so, und sondern ich auch nicht so, sondern gespreizt. Auf diese Art und Weise. So, wo gucke ich jetzt hin? Ich mache die Augen wieder auf und schaue wieder zu dem Ort, wo ich nachher den Sujud hinmachen will. So, jetzt bin ich in dieser Position. Das ist der Rukur. Was sage ich nun? Jetzt sage ich dreimal. Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim. Das heißt, gepriesen sei mein Herr, der Gewaltige, gepriesen sei mein Herr, der Gewaltige, gepriesen sei mein Herr, der Gewaltige. Dies ist, was man sagen muss. Manche sagen auch, einmal reicht. Aber wenn man es einmal kann, kann man es auch dreimal sagen. Jetzt komme ich wieder hoch und sage, Sami'allahu liman hamida. Also, wir sagen im Ruku, Subhana Rabbi al-Azim, und ihr könnt das hier mitlesen, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim. Und wenn man hochkommt, während man die Hände hochhebt, sagt man, Sami'allahu liman hamida. Das heißt, mein Herr hört den, der ihn lobt. Jetzt gibt es manche, die lassen die Hände an der Seite hängen und manche heben sie hier auf die Brust. Das ist keine große Sache. Ich habe darüber ein eigenes Video gemacht, was ihr euch mal angucken könnt, die richtige Haltung im Gebet. Könnt ihr euch das mal angucken. Ich sage, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, كان الناس يؤمرون أن يد الرجل يده اليمنى على ذي الرأي اليسرى في الصلاة. Dem Menschen ist befohlen worden, seine rechte Hand auf die linke Hand im Gebet zu legen. Und er hat nicht gesagt, dass es nur im ersten Stehen, wenn man den Koran zitiert, sondern das ist eine allgemeine Aussage, die auch das zweite Stehen beinhaltet. So, wenn ich jetzt stehe, ich habe eben Sami Allahu liman hamida gesagt, das heißt, Allah erhört den, der ihn lobt. Was sage ich nun? Wo schauen die Augen hin? Die Augen schauen wieder dorthin, wo ich Sujud mache. Und ich sage, Rabbana wa lakal hamd. Einmal, nicht zweimal, nicht dreimal. Sami Allahu liman hamida sagt man auch nur einmal. Jetzt, wenn ich stehe, sage ich einmal Rabbana wa lakal hamd. Das heißt, unser Herr, dir ist der Lob. Oder du bist lobenswert. Ja, und hier könnt ihr es nochmal mitlesen. Und ich sage es vor. Rabbana wa lakal hamd. Okay, gut, jetzt stehe ich hier, auf diese Art und Weise wieder, und jetzt gehe ich zum Sujud. Und es gibt einen Hadith vom Propheten, wo er sagt, إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ بَلْ يُقَدِّمُ يَدَيِّ عَلَى رُكْبَتَيِّ. Das heißt, wenn jemand zum Sujud runtergeht, so soll er nicht runtergehen wie das Kamel, sondern er soll seine Hände vor die Knie setzen. Denn das Kamel, das heißt, dass die Hände vor die Knie, das heißt, man geht auf diese Art und Weise runter. Man sagt Allahu Akbar, denn wenn man die Position verändert, sagt man immer Allahu Akbar, außer in einer Situation, wenn man von dem Ruku hochkommt, dort sagt man Sami Allahu liman hamida. Aber jetzt bin ich hier und ich will zum Sujud. Jetzt stehen wir nach dem Ruku hier, wir haben Rabbana wa lakal hamd gesagt, unser Herr, du bist lobenswert, dir gehört der Lob. Jetzt gehen wir hier herunter zum Sujud, das heißt die Niederwerfung. Was machen wir? Wie gehen wir runter? Lassen wir uns fallen, machen wir einen Bauchplatscher oder was machen wir? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ بَلْ يُقَدِّمُ وَلَكِنْ يُقَدِّمُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ.
Das heißt, wenn jemand zum Sujud runtergeht, dann soll er nicht runtergehen wie das Kamel, sondern er soll seine Hände vor die Knie setzen. Also das heißt, dass die Hände vor den Knien den Boden berühren. So. Das heißt, auf diese Art und Weise. Man steht, man macht jetzt nicht so, sondern man geht einfach runter und setzt die Hände zuerst auf den Boden. Allahu Akbar. Die Hände sind auf dem Boden, jetzt kommen die Knie. Ja? Jetzt kommen die Knie und jetzt kommt der Kopf runter. So. Damit man das jetzt sieht, jetzt bin ich in der Position. Zunächst möchte ich hier auf einige Sachen aufmerksam machen, auf einige Meinungsverschiedenheiten. Es gibt einige Leute, die zuerst auf die Knie gehen, auf diese Art und Weise, dass sie so machen. Ja? Und dann runtergehen. Das geht zurück auf einen Hadith von Wa'il ibn Hujr. Wo Wa'il ibn Hujr sagt, ich habe den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen, wie er zuerst auf die Knie und dann auf die Hände gegangen ist. Wie er zuerst auf die Knie, dann auf die Hände gegangen ist. Hier gibt eine Regel in Sulfiqh. Die Aussage vom Propheten sallallahu alaihi wasallam ist stärker als die Tat. Warum? Weil es kann sein, dass er aus irgendeinem bestimmten Grund diese Tat verrichtet hat. Aber ein Befehl ist mehr aussagend. Er sagt, geht nicht runter wie das Kamel. Jedenfalls, die Gelehrten haben unterschiedliche Meinungen. Und Ibn Hajar al-Asqalani sagt, dass der stärkste Hadith der ist, der sagt, dass man zuerst mit den Händen runtergeht. Das ist der stärkste Hadith. In Bukhari selber finden wir, dass Ibn Umar, der als der Sahabi galt, der den Propheten am meisten imitierte, zunächst mit den Enden heruntergegangen ist. Und das ist auch die Position von Imam Malik. Das ist auch die Position von Imam Malik. Das heißt, okay, wenn jetzt jemand auf die Knie geht, das Gebet ist gültig, ich gehe nochmal runter, so wie das unsere Sicht ist. Es gibt auch Überlieferungen von Imam Ahmed, der dies bevorzugt hat, aber meistens wird gesagt, dass er auf die Knie gegangen ist. Okay. Jedenfalls sagt man, Allahu Akbar und geht zuerst auf die Hände und dann auf die Knie. Und dann ist man in der Sujud-Position. Manche Leute fragen, wie kommt es, wenn wir sagen, das Kamel, man soll nicht runtergehen wie das Kamel. Man soll nicht zuerst, man soll zuerst auf die Hände gehen. Da sagen manche, das Kamel geht doch zunächst vorne runter und dann hinten. Aber hier muss man sehen, dass das Kamel so runtergeht, auf diese Art und Weise, also das sind jetzt die Beine von dem Kamel, und dass es dann so runtergeht. Und die Ellenbogen vom Kamel, die Knie vom Kamel, sind in den Vorderbeinen. Das heißt, das Kamel geht zuerst auf die Knie. Auf diese Art und Weise geht das Kamel runter, geht zuerst auf die Knie. Das heißt, wenn ich zuerst auf die Knie gehe, gehe ich runter wie ein Kamel. Und man soll die Tiere nicht imitieren im Gebet. Das heißt, ich gehe also zuerst auf die Hände. Jetzt bin ich in der Niederwerfung. Hier ist es ganz wichtig, dass die Nase und die Stirn beide auf dem Boden sind. Nicht, dass man so auf dem Boden ist, und nicht, dass man so auf dem Boden ist, sondern Nase und Stirn gleichzeitig. So. Damit man sieht. Und die Hände sind in Schulterhöhe. Nicht gespreizt, ganz normal zusammen. In Schulterhöhe und ungefähr Schulterbreite, so wie vorne oben beim Takbiratul Ihram ungefähr. So wie vorne oben beim Takbiratul Ihram. Das heißt, man ist so, hier, und ist auf dem Boden. Nicht so und nicht so, sondern hiermit auf dem Boden. Denn dies hat der Prophet befohlen und er sagt, dass man mit 7 Punkten auf dem Boden sein muss. Wenn man jetzt im Gruppengebet betet, es wird eng, dann kann man sich auch etwas kleiner machen. Es wird auch von einigen Gelehrten gesagt, dass die Frauen sich etwas kleiner machen.
Das heißt aber nicht, dass die Frauen auf die Ellenbogen auf den Boden legen. Denn der Prophet hat verboten, dass man die Ellenbogen auf den Boden legt während dem Sujud. Das heißt, man macht nicht so. So. Es sind 7 Punkte, sollen auf dem Boden sein. Stirn und Nase ergeben einen Punkt. Die beiden Hände ergeben die anderen 2 Punkte, das sind insgesamt 3. Dann die Knie, 5. Also 1, 2, 3, 4, 5 und die Füße hinten, die Zehen, 6, 7. Wie sollen die Füße stehen, wenn ich jetzt im Sujud bin? Die stehen nicht so und nicht so und nicht so, sondern so. Die Fersen zusammen und die Zehen zeigen Richtung Qibla. Auf diese Art und Weise. So. Nochmal von der Seite. So. Wenn man jetzt im Gruppengebet ist, kann man so etwas zusammen machen. Wird auch gesagt von Frauen. Die Hände sind in diesem Bereich. Nicht hier und auch nicht so. Und auch nicht so. Sondern so. Okay? Jetzt sagt man Subhan Rabbil A'la. Subhan Rabbil A'la. Subhan Rabbil A'la. Das heißt, gepriesen sei mein Herr der Höchste. Gepriesen sei mein Herr der Höchste. Gepriesen sei mein Herr der Höchste. Und das nochmal, dass ihr mitlesen könnt. Subhan Rabbil A'la. Subhan Rabbil A'la. Subhan Rabbil A'la. Jetzt. Wenn ich dann Subhan Rabbil A'la gesagt habe, ich bin in dieser Position. Jetzt kann ich auch Dua machen, Bittgebete machen. Und die kann man auch in verschiedenen Sprachen machen. Dass man sagt, oh Allah, festige mich in der Religion und zeige mir, gebe mir viel Wissen und helfe mir in allen Angelegenheiten, beispielsweise. Ja? Jetzt komme ich hoch. Ich sage Allahu Akbar und komme hoch. Wo habe ich jetzt die Hände? An der Seite oder auf dem Kopf? Nein, ich habe die Hände hier. Auf meinem Schoß. So. Wie stehen meine Füße? Meine Füße, die stehen nicht so. Die stehen nicht so, sondern so. Der linke Fuß ist hier und der rechte Fuß ist auf diese Art und Weise. Dass die Zehen nach vorne zeigen. Okay? Manche können das nicht, dann soll man so stehen oder so hier. Wenn man nicht kann. Ja, aber nicht so, aber richtig ist so. Das ist der beste Weg. Jetzt, wenn ich hier in dieser Position bin, sage ich Allahumma ghfirli oder Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Und wo schaue ich hin? Ich schaue immer auf den Punkt hin, wo ich Sujud mache. Immer auf den Punkt, wo ich Sujud mache. In jeder Situation, außer in einer, die zeige ich euch inshallah nachher. Das heißt, was sagen wir? Dreimal, und jetzt könnt ihr mitlesen. Rabbi Firli, Rabbi Firli, Rabbi Firli. Währenddessen schauen wir auf den Punkt, wo wir Sujud machen. Jetzt sagen wir wieder, bei den Takbir Intikal, den Takbir vom Umzug sozusagen, in eine andere Position, wir sagen Allahu Akbar und man geht wieder zum Sujud. Diese Art und Weise. Jetzt haben wir 2 Sujud gemacht, richtig? 2 Niederwerfungen, wo wir 2-mal mit dem Kopf auf dem Boden sind. Jetzt sage ich wieder Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la. Jetzt. Gepriesen sei mein Herr der Höchste, gepriesen sei mein Herr der Höchste, gepriesen sei mein Herr der Höchste. Jetzt komme ich hoch und sage, was sage ich? Allahu Akbar.
Wo tue ich die Hände hin? Ich tue die Hände wieder hier hin. Und jetzt mache ich folgendermaßen, es wird vom Propheten berichtet, dass er wie beim Teigkneten auf den Boden gegangen ist, sich abgestützt hat, und das ist auch die Position, wie Schafi Madhab das macht, und ist wieder aufgestanden. Und wenn man oben ist, wo kommen die Hände hin? Wieder in die Position, wo sie vorher waren. Jetzt sind wir wieder hochgekommen. Wir waren unten, wir haben zweimal Sujud gemacht. Man macht immer in jeder Gebetseinheit. Gebetseinheit nennt man einen Abschnitt vom Stehen, von der Verbeugung und zwei Sujud mit dem Zwischensitzen und dem Hochkommen. Ja. Jetzt stehen wir wieder. Womit fangen wir jetzt an? Jetzt fangen wir wieder an mit Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wenn wir damit fertig sind, wie hieß das, was wir gerade gelesen haben? Die erste Sure des Korans, Al-Fatiha. Wenn wir damit fertig sind, können wir noch eine Sure lesen. Müssen wir aber nicht. Und wir sagen, Allahu Akbar, heben die Hände und gehen runter. Jetzt haben wir wieder die Hände hier, wo wir sie eben hatten. Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. Jetzt kommen wir wieder hoch. Mit welchem Wort? Sami'allahu liman hamida. Und legen die Hände wieder hier hin. Jetzt sagen wir, Allahu Akbar. Und gehen wieder runter. Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la. Jetzt sagen wir was? Allahu Akbar. Ich sage immer, ich stelle immer die Fragen zwischendurch, weil wenn man Fragen stellt, dann bleibt ihr aufmerksamer und könnt es schneller lernen. Jetzt sitze ich so und sage wieder Rabbir Fiali, Rabbir Fiali, Rabbi Ghafir, das heißt, mein Herr, verzeih mir, mein Herr, verzeih mir, mein Herr, verzeih mir. Jetzt sage ich wieder Allahu Akbar, gehe wieder runter. Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la. Und wie gesagt, hier kann man Bittgebete sprechen. Und das in jeder Sprache. Jetzt komme ich wieder hoch, sage Allahu Akbar. Was mache ich jetzt? Jetzt fange ich an mit dem Teshahud oder mit dem Tahiyya. Hier gibt es verschiedene Methoden. Ja? Zum Beispiel, im Maliki Madhab machen sie die Hände so. Im Shafi'i Madhab sagen sie, bei Ashhadu an la ilaha illallah, heben sie den Finger und lassen ihn stehen bis zum Ende. Bei Abu Hanifa, la ilaha, nur bei dieser Stelle, la ilaha, heben sie. Und im Hanbali Madhab, jedes Mal, wenn der Name Allah genannt wird. Dann gibt es noch andere Meinungen, wie zum Beispiel, dass man die ganze Zeit so macht, wie Sheikh Albani sagt, dass man die ganze Zeit so bewegt, weil es wird erwähnt, dass der Prophet mit dem Finger gezeigt hat. Und wohin? Nicht nach oben, sondern Richtung Qibla. Und dass er den Finger hier, die wie einen Ring gemacht hat. So oder so. Ja? Hier so oder so. Das wird berichtet aus den Hadithen. Dann in Majmu' Shar Muhadhab von Imam Nawawi wird auch gesagt, Yuwahidu bihi, zeigt also hier das Einheitszeichen. Ja? Daher definieren die Schäfeiten das, dass es anfängt bei Illallah, außer Allah. Aber jedenfalls, es gibt verschiedene Meinungen, ich werde das heute so machen, wie der Schäfei Madhab das macht. Ja, wie gesagt, es gibt manche, die machen von vornherein so. At-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa taibatu, diese Hand ist währenddessen hier. Diese Hand ist hier auf dem rechten, das heißt, wir zeigen mit dem rechten Finger. Ja? Und man fängt so an. At-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu.
As-salamu ala nabi oder As-salamu alayka ya ayyuhan nabiyyu. Zwei Versionen. Ibn Mas'ud sagt, dass sie in der Lebenszeit des Propheten gesagt haben, As-salamu alayka ya ayyuhan nabi, Friede sei auf dir, o Prophet. Und dass sie nach dem Tod des Propheten gesagt haben, As-salamu ala nabi, Friede sei auf dem Propheten. Deswegen bleiben wir bei dem, was Ibn Mas'ud radiallahu anhu gesagt hat, und sagen, As-salamu ala nabi. Ja? Also, As-salamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu wassalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Friede sei auf uns und den rechtschaffenen Dienern Allahs. Ibadillahi as-salihin. Und dann sagt man, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Warum lässt man den Finger stehen? Weil man danach mit der Dua anfängt. Und der Prophet sagt auch, dass er mit dem Finger, oder es wird gesagt, dass der Prophet mit dem Finger Dua gemacht hat. Wenn man jetzt zwei Rakats betet, das heißt, ein Rakat heißt Gebetseinheit, wir sind jetzt beispielsweise im Salat al-Fajr, macht man hier weiter und sagt, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Und jetzt, wo schauen wir jetzt hin? Wir haben gesagt, wir schauen immer auf den Punkt, wo wir Sujud machen. Aber jetzt machen wir das nicht. Jetzt schauen wir auf den Finger. Das heißt, wir schauen immer im Gebet auf den Punkt, wo wir unsere Stirn hinlegen. Aber in dieser Position schauen wir auf den Finger. So wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gezeigt hat. Denn er sagt, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Betet so, wie ihr mich beten gesehen habt. Übrigens, was ist, wenn einer den Finger nicht bewegt, wenn er sagt, ich bin zu faul? Dann ist sein Gebet trotzdem glücklich, weil das eine Sunnah-Tat. Okay? Also man sagt, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Und dann, das heißt, sinngemäß, das heißt also, also die Grüße sind für Attahiyatul Lillahi, was Salawatu und Segensgrüße, was Tayyibat und das Gute. Tayyibat. Assalamu alaika ya ayyuha Nabi. Assalamu ala Nabi, Friede sei auf den Propheten. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Und die Barmherzigkeit Allahs und sein Segen. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Und Friede sei auf uns und auf den rechtschaffenen Diener Allahs. Dann, Ashhadu an la ilaha illallah, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt, außer Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ich bezeuge, dass Muhammad der Diener und Gesandte Allahs ist. Dann, Allahumma salli ala Muhammad. Wa Allah segne Muhammad. Wa ali Muhammad. Und die Familie von Muhammad. Kama salaita ala Ibrahim, so wie du Ibrahim gesegnet hast. Wa ali Ibrahim und die Familie von Ibrahim. Innaka hamidun majid. Und mit al ist gemeint, wenn man die Sahaba dazu zählt, dann, wenn man immer sagt, wenn man zum Beispiel sagt, Salam ala Ali wa sahbi, dann meint man mit al die Familie. Bani Hashim, die Mu'minun von Bani Hashim. Ja? Und wenn man sagt nur al, dann sind damit die Nachfolger des Propheten Mohammeds. Sallallahu alaihi wasallam gemeint bis zum jüngsten Tag, okay? Das nur dazu.